liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Businessbüchern bei Wirtschaft TV. Bei mir ist wieder der Verleger Julian Backhaus. Herzlich willkommen. Hallo Manuel. Du hast uns wieder einige Bücher mitgebracht. Wir fangen mal an mit Johann Köber, Steuern, Steuern. Steuern, Steuern. Das ist also ein Titel, der schon gleich verrät, worum es geht. Also es geht um Steuern. Der Köber ist ein Steuerexperte. Und ich habe ihn auch schon einmal live erlebt, weil er gibt richtig große Seminare mit Hunderten von Zuschauern und verdient auch da sicherlich sein Geld mit. Und hat also dieses Buch geschrieben. Auch das ist nicht billig, kostet um die 50 Euro. Ich muss dir aber sagen, dass es das wert ist. Weil viele nicht über die Steuerpraxis in Deutschland Bescheid wissen. Deswegen nehmen sich einen Steuerberater, legen alles weg und sagen, komm, ich liefere dir meinen Schuhkarton und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Was aber ein gravierender Fehler ist. Das merkt man aber auch tatsächlich oft erst nach solchen Büchern. Natürlich dauert es etwas, sagt auch Köber, bis man die Steuergesetze so ein bisschen durchschaut. Aber wenn man seine eigenen Strategien gefunden hat und die vielleicht mit einem Experten zusammen ausgearbeitet hat, dann kann man also wahnsinnig viel Steuern sparen, Investitionsmodelle ganz anders gestalten. Nehmen wir den Unternehmer, der nicht mehr als Einzelunternehmer unterwegs ist, sondern jetzt mit seiner eigenen GmbH, wo er alleine durch viele Steuern spart, viele Rückstellungen machen kann, Sonderrechte in Anspruch nehmen kann etc. Also ein sehr, 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 sehr spannendes Buch, eigentlich auch für jedermann. Steuern gehen uns alle an, leider. Notgedrungen. Dann werden wir klüger. Zweites Buch ist Shane Snow hier in der Mitte, Smart Cuts. Worum geht es denn da? Ja, Smart Cuts lässt einen vielleicht schon mal vermuten, dass es eine Abwandlung von Shortcuts ist, also Abkürzungen. Und dieser Shane Snow ist Journalist aus New York und hat selber viele Internetunternehmen gegründet und hat sich einmal Folgendes näher angeschaut, und zwar den Erfolg im Vergleich zur damaligen Zeit heute. So haben also damals zum Beispiel Leute wirklich mit ihren Muskeln und mit ihren Händen Arbeit ihre Millionen und Milliarden verdient. Und das hat sich im Laufe der Zeit geändert, weil Leute, auch vielleicht gerade junge Unternehmer, die Möglichkeit hatten, auf Mentoren zuzugreifen. Leute, die schon lange im Geschäft waren und das Geschäft auswendig kannten und Leute unter ihre Fittiche genommen haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Justin Bieber. Justin Bieber hat Musik getrellert, hat das auf YouTube hochgeladen und auf einmal kamen Usher und der Manager Brown, der dafür bekannt war, dass er Leute zum kometenhaften Aufstieg verhelfen kann. Die beiden haben sich das Video angeschaut und haben gesehen, den Jungen, den holen wir aus Kanada in die USA, ich glaube erstmal illegal, und haben ihn sozusagen hochgezogen. Also das heißt, der eigene Erfolg hat den Erfolg des jungen Menschen angezogen. Da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, die sehr, sehr interessant waren. Also von daher ein sehr zu empfehlendes Buch. Und das letzte ist eine Autobiografie, die Wahnsinnskarriere des Mehmet E. Göker. Wer ist das und was hat der für eine Karriere hinter sich? Den Mehmet Göker kennen ja viele durch die MEG. Durch MEG Versicherungsmakler, ging also durch ganz, ganz Deutschland, war eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Und es ist auch wirklich, es ist schon fast ein Krimi eigentlich, ein Wirtschaftskrimi, weil ein junger Türke, der wirklich mit seiner eigenen Hände Arbeit sich Millionen aufgebaut hat, vom Migrantenkind zum Millionär, so heißt das Buch ja auch im Untertitel. Und hat dann aber eine grandiose Pleite nachher hingelegt, weil er einfach sehr ehrgeizig war und dann kam ihm die Regulierung der Finanzbranche in die Quere. Er musste alle seine Leute anstellen und auf einmal hatte so Tausende von Leuten, die vorher selbstständig waren, die jetzt sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Naja, die Sache ging den Bach runter, er ist jetzt in der Türkei und es würde eine Stunde dauern, das Buch wirklich ausreichend zu besprechen, um dem gerecht zu werden, aber es ist ein wirklich spannender Wirtschaftskrimi, obwohl es eine Biografie ist. Welches dieser Bücher bekommt denn jetzt unseren Bullen? Eigentlich hätten tatsächlich alle drei Bücher den Bullen verdient, weil alle wirklich sehr hilfreich und auch spannend sind. Aber ich muss sagen, dass der Mehmet Göker einfach, weil es zu spannend ist, weil man wirklich jede Seite verschlingt und das liest man auch in den Kommentaren im Netz, dass das Ding in einem durchgezogen wird. Das hat man selten bei Büchern. Von daher würde ich ihm die zwei Bullen gönnen. Wunderbar, dann schauen wir da mal rein, vom Migrantenkind zum Millionär. Julian Backhaus, Verleger, Herausgeber des Sachweltmagazins. Vielen Dank, dass du heute da warst und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß beim Schmökern.